Ach, oh, der Scheiß. Oh no! Ich hab den Scheiß hier auf mir. Ito. Oh fuck. Ach fuck me. Oh no. Wirklich nicht stehen bleiben. Okay, wir laufen weg. I'm running. Und? Na, cool. Hat den Dude doch gerettet, was ist da los? Safka. Ah. Zu früh umgedreht. Ja, vielleicht stehst du noch drin. Ja. Nee. Ah, oh, es killt er nicht. Whatever. Weil da hat sie nämlich kein Auge über ihrem Modell. Ist das so? Ja. Das macht sie nur beim ersten Mal vorm Wandel. Also das Symbol. Ach ja, das ist cool. So, und jetzt wipen wir. Mindestens. Jetzt fliegt die ganze Gruppe auf dem Eis in den Abgrund. Niemals. I never move. Ja, du. Ah! Hört mich aber selber. Bestimmt ganz viel bringen. Monka Giga? Der ist in der Mitte, ne? Oh ne, gleichzeitig sogar. Sick. Song hat der Lyrics. Ja, gut, den habe ich ewig gehört. Das ist das nahe, oder? Ja, nee, das ist ferne. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, man muss auf links sein, wenn das genau weiß. Seid ihr ja letztens gestorben, der hat das hier im Freeze gar nicht gemacht.
Der andere Heiler war schuld. Copium. Copium in die Gruppe. Das war's noch nicht, oder was? Ja, es kommt noch, ja, ich bin Spoiler nicht. Also. Coom Dream erstmal ein bisschen. Coom Crystal. Das Licht! Es überwältigt sie! Oh, Emo Girl. Das nicht aushalten. Das ist Eis, ihr müsst jetzt eigentlich rutschen. Jetzt sehen wir, ob die Kraft der Dunkelheit doch zu irgendwas zu nutzen ist. Hammer. Aha. Ja, den Hammer. Wieder mag nicht. Deswegen ist sie so geil. Ja, genau. Auf den High Heels, auf Eis. No problem, dude. Ja? Kannst du mal eine Scheibe von abschneiden? Geiler Ausschnitt. Ich muss es zurückschlagen. Jetzt reicht es mir. Reicht es mir. Plus. Ah, einfach DPS-Check. Ja, was man für Kaffeekeks und nicht alles tut. So, der nächste Fight, da bin ich jetzt drauf gespannt. Was kommt jetzt? Ja, keine Ahnung. We gotta find out. Kommt jetzt der Fight mit den Plateaus? Maybe. Edens Versprechen. Ich weiß es nicht. Okay. Den Ginger gerettet. Was ist das für ein Glamour? Die Tussi mit dem Wolfskopf, das ist immer sau cool. Du Furry. I'm a Roman, die haben das auch gemacht. Furry. Romans sind alles Furries. Ja, true. Oh, den Soundtrack brauche ich, holy fuck. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ja, du kannst sie mir auch entwürfeln. Nein! Gibt man die Rüstungsdinger ab? Das finden wir raus, wenn wir fertig sind. Kupp. So, wer hat die Notenrolle erhalten? Kann man das überhaupt traden? Ich weiß es gar nicht. Ich also, nicht. Ist schon weg, aber. Nein. Ach, ihr Schweine! Kuppel. So, Gaia war mal nützlich. Nice. Ja, da kommt mit dem Hammer angerannt, während Irina am Boden liegt. Hammer auf dem Kopf. Das ist der Darwi Way. Das sieht auch aus wie ein Zwergenhammer mit den Runen drauf. Ja, du als Zwergenexperte natürlich, als Konnoisseur der Zwerge. Ich bin Zwergenhistoriker. Professor an der Anti-Zwergen-Uni. Anti? Ja. Kopf. An der Darwi-Uni für querbehinderte Kleinwüchsige. Wie viele bärtige Muschis du schon verzehrt hast. Boah! There's a limit, you went right past it. Ja, schmeiß den Hammer am Boden, genau. Vor lauter Zwergentalk habe ich den Text gar nicht gelesen. Kommt gleich Res Velga angeflogen und mit seinem riesen Donger schnappt sich Rine. Oh nee, ey. Eis hat eine Angewohnheit zu schmelzen, ja.
Ja, typical. Labern über fucking Schmuck, Alter. Disgusting. Ist dir nicht zu Hilfe. Oh no, Ice Punts. Mach dich schon mal bereit auf die extra Portion Kaffeekekse, Bro. Mensch, was sind wir nicht alle happy, wenn Gaia stirbt? Bait oder was? Ha? Ja. Gaia ist eine von Emmett's Töchtern. Plot Twist. Der alte Kuma. Ja. Er hat gesagt, er hatte Kinder. Ah, ja, true. Wo sind die wohl alle? True. Hat er umgebracht. Wow, also. Das ist die komische Lachanimation, die ich jemals gesehen habe. It's breaking out. Gehst du jetzt jeden Samstag arbeiten oder? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich, stimmt, ich könnte jeden Samstag arbeiten, klar. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ja, true. Das ist completely healthy für mich. Für die Arbeit. Okay. Danach pumpen. Ja. Genau. In der Arbeit. Es ist deine Arbeit, der Typ ist Türsteher. Wie? Das ist alles grün, das wird jetzt echt zu Eden. Hätte ich nicht erwartet, dass sie das Gebiet doch umstrukturieren. Keine Sorge, das wird schon wieder alles kaputt gehen. Das ist Shadowbringers after all, da passiert nichts Gutes. Spoiler. Spoiler.
mei, oh mei. Ah, jetzt wollen sie wieder einen Dank haben. Immer dasselbe. Hammer. Redet sie ab, dass sie den Hammer ja genommen hat. Die Antwort hast du genommen. Den Hammer hat Tankred auch in den Koffer mitschleppen müssen. Arme Sau. Ja, den Drang habe ich auch, Rien eine reinzuhauen. Sind wir schon zwei. Boxig Andy. Also ich würde eher sagen, honest. Honest Abe. Lincoln. Honest Abe. Honest Aid. Honest Abe. Honest Ade. Oh, der war richtig honest. Oh, ja. Zu honest. Boah, zu honest. Der sich eine Scheibe vom Uri Anger abschneiden müssen. Much honesty is minus 100% Diplomatie. Yes. Ja, das heißt, wenn ich den Drang widerstehen kann, die jedes Mal eine reinzuhauen, wenn du mich nährst. Ja. Yeah, boy. Das ist ein LNFJ, dem ist das egal. Wo niemand rein. Geborene hat. Abusive ja. Opfer. So ist es. Der ist eigentlich gar nicht so. Er hat mir nur 5-mal Säure ins Gesicht geschüttet. Das macht er nur, wenn er schlecht drauf ist, also jeden Tag. Also jeden Tag, ja. Genau. Trust me, er wollte mich nicht umbringen. Kommt als Geist zurück und ja, trete die Schuld des Mörders ab, genau, das wäre typisch. Ah ja, jetzt essen sie die Würmer vom Kobold. Sehr gut. Würmer in Gelee. Don't do it. Don't eat the bug. Scheiße, ich kann hier immer noch nicht fliegen, ey. Tankred ist besorgt. Na. Ja, seine Tochter hängt mit einem fucking Emo-Girl ab, da wäre ich auch besorgt. Nachher wird sie noch lesbisch. Nun? Macht doch nix. Da machen sie sich noch einen OnlyFans-Account.
Würmchenkuchen unwiderstehlich sein sollen. They're eating the bugs. Würmchen, gelieferten Würmchen. Was fressen die denn? Erst Kaffeekekse, jetzt Würmer. In Gelee. Ja, der lost. Klaus hat sie. They eat the bug. Mordsaug. Mordsaug. Das heißt der Wort. Ja, ja, bestimmt. Das heißt so. Wenn ich noch eine Nacht in diesem schäbigen Zimmer schlafen muss, schreie ich. Na, immer Wirbel machen, ja. Immer Wirbel machen. Ah, was ist das hier? Nightclubs, Taverns, Cafés, Live-Mixing, DJs. All of these and more can be found on Endless Nights Events. We are Final Fantasy XIV's largest and primary host of community events. And partners, you're bound to find something to enjoy. Want to enjoy unique role-playing experiences, dance to great mixed music, or advertise a venue of your own? Check out our Discord. EndlessNights.events. Okay. Okay. Endless Nights. No, I don't think I will. Entschlossenheit. Was ist eigentlich dein Main Stat oder dein Main Secondary Stat? Keine Ahnung. Hey. I genuinely don't know. Ja gut. Du alter Min-Maxer, geh weg. Interessiert mich halt. Ich will gar nicht wissen, den Dreck. Das macht das Spiel schon für dich, ich weiß. Kaufen wir einfach die Sets. Ja, genau. Vorher. Richtig. Höchst unkompliziert. Du meinst convenient. Nee. Nee? Nein. Dann verstehe ich nicht, was du meinst. Ja, wenn es so dringlich ist, warum ist es dann nicht gewesen? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Jetzt bin ich voll vor den Kopf gestoßen. Du Kontaktperlending, du. Du Sandmull. Was? Duckmull, du Hodenmull, du. Ja und, wenigstens habe ich Hoden. Ja, froh. Manche Menschen haben überhaupt keine Hoden. Oh, wirklich. Ja, froh, dass du Brustkrebs hast. Manche haben nicht mal Schnitt. Gott. Weg von meinem Zielort. Nein. Ich starte auf dem Boden. Nee, ich sitze gerade auf dem Stuhl. Ja? Mhm. Deinem Kopf vielleicht. Bin gespannt, wie es mit Gaia jetzt weitergeht. Ja, die stirbt. Ja, aber wie? Wir bringen sie um. Wir platzen einfach die Lippe und das Botox verteilt sich in ihrem Körper und dann ist vorbei. Da kommt ein Prima hier raus. Oh nein, mein Gott, der Aetherox in meinen Lippen wird gerät außer Kontrolle. Ah. Ja. Oder wird Tankred jetzt zum nächsten Boss? Nee. Tankred ist immortal. Konnte nicht mal das Dynamis kaputt machen. Dynamis. Ja, der ist sogar auf MSL draufgesprungen und hat ihn gespickt mit Kristallen. Stimmt. Also der scheiße nichts. Ja, Tankred hat halt viele Frillen, weißt du. Deshalb. Ja. Brill. Brill. Der hat Lakshmi gefarmt. Cursed, ey. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Diesen schlabberigen, ekligen Boss zu farmen. Ja, mein
Seit Titania gibt, braucht man Lakshmi auch nicht mehr. Ja, true. Ja, Horfadome. Er ist geduscht und schon wieder verschwitzt. Tja. Sagst du, be a human? Was so wie Asmon und schwitzt einfach nicht. Ja, ich weiß auch, warum der nicht schwitzt. Ja, weil bei ihm schon alles so verklebt ist, dass er nichts mehr schwitzt. Nee, der hat einfach keinen Stoffwechsel mehr. Der fährt nicht hoch, der fährt nicht runter, der ist immer auf einer Ebene. Und wenn du lang, wenn du dich lang nicht mehr angestrengt hast, dann schwitzt du auch nicht mehr so oft. Aha. Also wenn du öfter trainierst und schwitzt, dann schwitzt du auch schneller. Das kannst du dir, das kommt tatsächlich vom Training. Ja, dann trainier halt nicht vorher. Ja, tu dir. Ja, warum geht's denn mit um den rothaarigen Spacko? Armband, warte. Ah, Brill. Ja, genau, darum geht's. Okay. Ich musste Ring gerade als Eishexe bezeichnen. Was? Ja. Was? Wow. Preach hat heute Ruby Weapon und so gemacht. War cool. Also Saphir Weapon. Hat er auch. Ruby und Weapon. Emerald hat er gemacht. Und Emerald auch noch. Mhm. Ja. Es gibt anscheinend auch noch Diamond Weapon. Ja, es gibt noch Diamond. Das ist true. Ist total übel. Very true ist das. Also praktisch wie die Pokémon-Editionen, nur als Kriegswaffe. Stimmt. Guck, der Nerd, der weiß wieder. Ich hab nach der ersten Edition aufgehört. Ja, echt? Ich hab, boah, was war meine letzte? Gute Frage. Ja, ab der zweiten Generation wurden die alle mit dem Algorithmus entwickelt, so wie die aussehen. Stimmt gar nicht. Gar nicht. Ein richtiger Boomer-Spruch. Ja und? Hm. Nee, ich mein von mir. Das neue Zeug mag ich nicht. Ja. Weiter geht's. Nach Mord. Rauk. Ja. Alter, ich musste noch das Ogre-Video schicken, wo man Bilder von seinem Bein sieht. Ja. Gibt einen neuen Hater-Kanal, der sich Ogre-Hub nennt. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Muss ich das sehen? Ja. Yes, you must. Ich habe heute so ein Paket gecheckt, das in Franken angekommen ist. Und unterschrieben hat bei dem Lieferschein ein Herr Winkler. Nein. Doch. Oh mein Und ich frage mich, ob das so ein Troll war, der einfach nur Herr Winkler da reingeschrieben hat. Oh Mann. Kann doch sein, dass da jemand Spaß draus gemacht hat, weil es kommt eigentlich darauf an, was für ein Name da steht. Sondern einfach ja, nur das unterschrieben also, worden das, ist. Das kam mir letztens bei mir in der Arbeit auch so, wenn ich jetzt irgendwas unterschreiben muss, Alter, ich schreibe da auch einfach immer Winkler rein. Reiner Wichser. Das ist der neue Go-To-Anonymname. Winkler. Wongler. Wongler, genau. Wongler ist auch gut. Er geht nicht, er wongelt. Mal wieder Troll gecheckt.
Ja, Toll. gibt nichts Neues. Gibt nichts Neues. Wie waren die Nett. Kaffeekekse? Das ist eine gute Frage. Köstlich, wie immer, ja. Aber angeblich machen sie ziemlich dick. Ich würde gerne mal einen fetten Rögerdin sehen. Ob du Kekse im Kopf hast. Ah, ja. Fetten Rüger, den. Macht der einen. Gibt aber noch kein Fett, leider. Immer schon wieder Kopfschmerzen. In-game. In-game Kopfschmerzen. Ja, als mir die Erinnerung kommen. Impossible. Kringe. Wie lange musst du morgen? Solange ich möchte. Ich komme eine Stunde, verpiss mich wieder. Man muss sich der Arbeitsweg schon mal nicht. 5 Stunden mindestens. Yikes. Kannst du wenigstens kommen, wann du willst? Nö. Oh. 7 Uhr. Was? Beginn. Yep. Sie muss um 5:30 aufstehen. Ach du Scheiße, ey. Kannst du jetzt da Wochen aber direkt episch. ins Bett legen, ey. Oh Gott, ey, Frauen am Steuer, jetzt geht's los. Und Tankred und Urienga sind weg. Help! Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie sowas wie einen Lichtschutz haben. Dieses Gebiet, aber naja, braucht man anscheinend nicht. Kaufen sich nur einen und teilen sie uns ihn. Einen Kaffeekeks. Ne, die kaufen sich zwei und teilen den. Ja. Warrior of Light in seinem Kopf. I'm surrounded by idiots.
Ja, Rich Campbell kann ich eigentlich gleich unfollowen. Na, den habe ich vorhin wieder angemacht und der hat über Juice geredet. Na. Meine Fresse. Everyday. All the time. Unfollowen. Unfollowen, how dare you? Ja, nur bin ich ständig in der Liste. Oi, oi. It's just like another show. Nicht nur, dass du ihm kein Geld gibst, es ist ein Follow-Stream auch noch. Ja, genau. How dare you? Oh, unartiger Boy. Du German, du. True. Und Deutsch bist du auch noch. Das ergibt alles Sinn. Ich glaube, die Flut der Dunkelheit brachte ein wenig Dunkelheit mit sich. Ich kenne ein paar Nichtgesandte, die sich eignen können. Was sind Nichtgesandte, Alter? Nichtsgesandte? Ja? Ja, zum Beispiel die Viecher in, Hauke anwesen. Ja, und wo kommen die her? Ja, das wissen wir noch nicht genau. Warum, ey? Ich dachte eigentlich, dass es die vier sind, die durch die Katastrophe entstehen, aber habe ich mich doch etwas geirrt. Ja, fuck. Das wissen wir immer noch nicht über die Bescheid. Ja, Endwalker beantwortet alle eure Fragen. Scheißdreck, das Schlimmste haben sie wieder nicht beantwortet. Wir sind halt nicht mal sicher, ob die mit der Dunkelheit was zu tun haben oder was komplett anderes sind. Wieso? Fuck it, just smash. Du meinst die, die in den 13. Splitter verschlungen und in eine leblose Leere verwandelt hat? Was? Ich denke, wir benötigen etwas Kleineres als eine weltweite Katastrophe. Das denkst du. You think you do, but you don't. Is this an out of season April Fool's joke? Yes. Yes. You think it is, but it isn't. You don't think, but you do. Die Wolke der Dunkelheit. Ich kann mir kaum vorstellen, wie mächtig sie gewesen sein muss. Ja, war eigentlich super easy.
Jetzt stirbt Geier, let's go. Opium Fields hat sich ausgelockt. Opium Fields? Susumi! Gumi Ryu. Oho. Ah, oh, Ton. Let's fucking go. Darkness imprisoning me. Oh, I see. Absolute nonsense. Er ist der Plattform-Boss, by the way. Spoiler. Was? Achso, der. Verheizung. Umbra. Idens Verheizung. Apropos Heizen. Ja. Wie heißt das? Nahwärme, oder? Ja. Weißt du, was das ist? Okay. Nein. Nee. Ja, das ist wohl irgendwas zu beheizen. Ach, das ist Heiz. Also so, zum Beispiel so ein. Oh, das hatten wir in einem alten Haus mal. Da gibt es so ein Kraftwerk, das irgendwie alte Holzbestände verheizt oder was, und das dann ins Dorf oder in die Umgebung leitet. Okay. Ich glaube, das ist das. Und in der Umgebung, wo meine Chefin wohnt, da hat sich das ist preislich mal sehr schön in die Höhe geschossen, und zwar um 170%. Da können sich jetzt einige bei ihr die Rechnung nicht mehr leisten, weil es zu teuer geworden ist. Fand ich sehr amüsant. Boah. Yes. Geil, Winter nicht mehr heizen können. Ja? First World Country, by the way. Über Hamburger Prices. I'm telling you. Bei 15%. 15? Harune Nerva. Das ist meine nette Aura. All in black. Eine Ewigkeit später. Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ach, 2 von 10 Ofenkäse.
Die Kräfte vereinen. Ah. Nein, oh Mann, schade. Hier war gerade eine Rögerdin-Frau, die Mackie Gee hieß. Oh Mann. Herrlich, Mackie. So. Yeah, boy. Finally. Oh, yeah. Ach, oh, my, yeah. Wow. Ich frag mich, ob danach noch was kommt. Cool. Coop. Ich hab danach, also wenn ja, dann habe ich das noch nie gesehen. Weder in irgendeinem Stream noch sonst wo. It's a sprout. Yes. Ist größer als ich. Scheiße. Achso. Einen halben Kopf. Gar nicht weird. No, it's perfectly normal. Mal jetzt Sense in den Rücken, genau. Ja.
macht man so. Ist ein zivilisierter Mensch. Was gibt's eigentlich so für neue Titel? Eine Mondläuferin. Lighting Way. Hoffnungsvolle Hinterlassenschaft. Ich habe zuerst hoffnungslos gelesen, das wär's natürlich. Mit der Sense. Ah, das hatte ich eine Zeit lang drin, die hoffnungsvolle. Ja. Ja, mit der Sense, ganz klar. Ich hab den höfischen Tanz gar nicht. Was? Na doch, hab ich schon. Come on! Funny, dann haben wir den Shadowbringers Raid vor A Realm Reborn fertig gemacht. Mhm. A Realm Reborn officially. Ja, der ist ziemlich hart. Most difficult. Ja, die letzte Phase von Darkness. Darkness ist halt absolutes Chaos. Passiert zu viel. Auf einmal. That's the point. Ja, aber es ist mit der Random halt nicht so einfach. Selbst der Preacher hat das geschafft. Preacher, Streamer und sein 500 Millionen Gilmounts. Ist da jemand Jelly? Nö. Okay. Ich bin mitleidig, ja, genau. Wow. Oh. Ja, ich bin mitleidig, Leute, auch die Geld geschenkt bekommen. Mhm.
können das gar nicht wertschätzen. Biggest cope that has ever been coped. In the entirety of humankind. Ein Wurm nicht übertreiben, ne? Doch. Doch. There we go, lads! Don't shame your ancestors! Doch! They were shooters! Extra shooters! Run! They've wronged us! They've wronged us! So, mal schauen, wie schnell. Wie schnell ich das jetzt check mit dem Ding. Ah, sag's bitte, wenn du es verstanden hast. Ja. Und dann nehme ich den Rätselrest an. Bevor du gesagt hast, dass ich eine gute Auffassungsgabe habe, ist mir das eigentlich nie aufgefallen, dass ich die Dinger schneller verstehe als du. Ja gut, ja. Ui, hey, das ist die ja noch gar nicht. Wo ist sie? I don't know. Ja, es hat funktioniert, Kaya. Ich schieb's mal wirklich auf Dauerübermüdung und Arbeit. Do that. Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Ist einfach nur der Crystal Tower Boss, nur. Ja. Der ist fucking hot. Anders designed. No hips. Don't care. Ich bin ja kein. Gaff. Kein Floyd. Bisschen Tilly Twister. Ich bin Herpuller. Der Pesselon. Radigola bei Diggelstrohl. Mhm. AOE wie immer. Wie immer, ja. Dunkle Taktik, Alter. Mein Spezialgebiet. Jo, einmal links. Ja, okay. Hört. Der mehr rennt sich schon weg. Oh no. Das ist doch. Ist er das? Help us. What now? Also muss jeder auf dem Ding stehen, oder wie? I don't get it. Ich hab das Gefühl, das fällt gleich runter. Wenn man zu lange drauf stehen bleibt, oder wie? Seems like it. Der mies. Oh. Vom Spawn, dass ich die letzten kann. Gut. Fuck. Wow. That's a lot of fucking damage. Oh shit, bro. Shit ass. Was steht da? Da reinlaufen. Oder weglaufen? Man muss, glaube ich, weglaufen. Ne? Weglaufen, ja. Okay. Ah, muss man weglaufen. Fuck, bitch. Monkey ist. Aua. What the fuck? Fucking god.
noch so viel Leben. Du Scheiße. Sorry, no shield for you. Sieht mir noch Soak aus. Maybe? Oh, jetzt glaube ich, sterben. Okay, ah, ich lebe noch. I still don't get it. Ah fuck, man muss die Dinger kaputt machen, okay. Ich hab keinen. Doch, da sind Debuff, aber ich kann ihn nicht durchlesen. Was? Fuck. Oh no. Oh no. Help. Wow. Jetzt kann er den Tank gehalten für 20 Minuten. Ah, fuck! Dead. Fotze. Hä? Warum hast du das mehr AP als ich, ne? Come on, du drehst mich. Du hast einen Cooldown, dass du kein Mana dafür brauchst. Please rest me. Das geht immer. Immer. Ne. Das geht auch immer. Okay, Ketten. Also. Alright, alright, alright. Okay. Oh, damn. Don't like it. Monka Giga. Ah, das war. Really, bro. Oh no, nicht not again. Ah. Really, bro. That's it. This cannot be. Achso, okay, man sieht glaube ich an der Animation, welcher von beiden Tentakel leuchtet, ne? Ja, I guess. Tja, Tankbuster, das ist geschickt. Provoke! Voke, 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 voke! Voke! Provoke! Buster. Ja, LB. Clever Scaling. Das stimmt sicher nicht. Durch den LB. Was hat es damit auf sich? Einfach nur nicht zu lange auf einer Plattform stehen, oder wie? Ich denke schon. Das ist der Debuff. Von der Wolke der Dunkelheit und der Wind macht das Springen unmöglich. Das Springen. Achso, das heißt, wenn. Nee.
Dafür sind die zu groß. Keine Ahnung. Ich denke mal, wir werden sie jetzt herausfinden, nicht? 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 Ha? Ha? Ach, zwei White Mages, deshalb klappt nichts mehr. Fuck. You. Sideways. Close, dude. Close. Was? Nö. Voll. Düsterer Himmel. Schweineheimer, weg vor meiner Plattform. Fuck sake. Ah. Da muss man jetzt laufen, oder was? Jo, bis die Kette weg ist. Und dann dahin. Fuck, die wollten. Oh, Mensch.
Ja. Gut. Oh. Oh mein Gott, fuck. Gib mir wieder normalen Boden, jetzt, please. Das ist Fresse hier. Aber ein cooler Boss. Der ist richtig cool, ja. Also ich nehme mal an, wenn man zu lang auf so einer Plattform steht, dann fällt sie einfach runter. I suppose. Zweimal wertvollster Spieler. Oh. Lol. Pock. Einmal. Fuck you all. Yeah. Bask in the glory. Wie geht's jetzt weiter? Er muss ja tatsächlich okay ein Damage machen. Wie nennt man das? Content, genau. Oh.
Da rätst mir die ganze Gruppe dreimal durch, einzeln. Halt noch die Tanks, füllt die Tanks, halt die Gruppe, macht die Mechanics nebenbei und dann eins. Ein fucking Combination. Tough. Tuff. Tuff, ja. Tuff, tuff. Ach ja. Oh, geiler Flashback. Oh. Oh, what? Huh? Mm-mm. So, gucken wir mal. Flüchtige Vergangenheit. Mitron. Yeah, boy.
das sieht doch ein Arsch. Hm. Ah ja, okay. Was? Fucking weird, Alter.
Schatten. Na dann, was schön da. Mitron. Ich frag mich, ob da irgendwas in Elpis von den Typen auch steht. Labrea war auch ein vollkommener Aschien, oder? Yep. Das Herz von Eden. Vergangenheit. Getting sick and tired of his bullshit. Schattenkönig, okay.
Schauen wir gerade nebenbei den Ruby Weapon Fight an von Preach. Achso, okay. Oh, fuck. Oh, ich will den Fight sehen. Na, ist so. Bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Der 10. Bossfight.
Okay, das geht. Ich guck mir gerade die Eden-Rüstung an. In-game oder? In Yulmar gibt's sie. Yes. Yep, yep, yep. Quite nice, actually. Nur der Helm ist scheiße. Scheiße. Aber die nehme ich. Zack. Halt dich, Preach, du Sau. Kann er nicht. Doch, als gegen Sapphire Weapon schon. Achso. Mei. Weapons. Katana. Was braucht man so für ein Teil? Zwei antike Fragmente. Ah. Na krass, kann ich bestimmt alles kaufen. Cope. Sonst nichts, oder wie? Nö. Für die Savage-Dinger brauchst du halt mehr, aber die sehen halt genauso aus. Okay, und für Brust brauchst du 4. Also für Hand, Kopf und so 2 und für Hose und Brust brauchst du 4. Mhm. Ja. Oh mal. Puh. Boah, das ist bad. Na, wie lange dauert's noch? Didn't work. Ja. Hat nicht ausgereicht, muss noch mehr rumnölen. Ich bin not amused, wie die Rüstungen aussehen. Don't like it. Gibt's da eine Reaper Edition? Schon, gell? Nee, muss halt die Dragoon-Rüstung mittragen. Ah ja, klar. Also Samurai ist auch nicht besser. Und Ninja? Okay. Schauen wir uns Ninja an. Fucking god-awful trash hier. Und? Ja, erstes Set sogar ganz okay. Aber das erste war bis jetzt auch immer das Beste. Schauen wir mal. Wenn das zweite auch gut aussieht, spiel ich Ninja. Okay, sieht scheiße aus. Gut. Dann ist es ein Raid-Ding, dass das zweite Set einfach immer und das dritte auch scheiße aussieht. Und White Mage? Genau, weil ich mir das angucke. Wo ist denn das? Magier. Hm. Druide, oder?
Ja, wobei, das Kleid hier würde zu deinem Transmog passen. Das Weiß-Gold sieht edel aus. Mhm. Fucking Pugas. Oh. Ja, gut. Not bad. Nice. Not bad. Und Astrologe? Trägt dasselbe, also. Ja, stimmt. Auch nicht bad. Forehead. Didn't think about it. I know. Ich hab Preach zu. Excuses. Yo. Ich werd Heiler. Aha. Nice. This is very good. Nope. So. Das Wichtigste. Kriegerrüstung. Let's go. Ja. Yikes. Scheiße. back to Milton-Stil. Ich seh schon. Super. Oh no. Fantastic. Do you feel gay and want to be a trash bin? Then yep. Play a tank. Okay, Black Mage, erlöse mich. Oh, suck das alles. Fuck. Okay, Schwarz-Gold ist okay, aber sieht jetzt nicht nach Black Mage aus. Better. Ja, Mai, kann die Queue jetzt mal aufgehen, ey, das ist ja furchtbar. Ich port mich jetzt nach Yulma und dann geht's auf. Zweites Kriegerset, oh shit. Spiky, edgy, I like it. Und Silber. 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 Ja. Edenmoor-Klinge? Trash. Ah. Acceptable. Gunblade? Trash. Eden-Relikte. Kriegerset. Ja, ich sehe. Wenn meine Questrüstung besser aussieht, wie scheiße hier. Whitebringer. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine fette Sau hier, ey? Nice Capto Girl. Wow. Naja, jetzt hat es geändert. Fucking debated wurde ich jetzt hier. Das sieht gut aus. Told ya. So die Eden Mast Ausrüstung. Eden Morgen Ausrüstung? Schauen wir mal. So.
kann nicht glauben, dass wir länger an Titan Extreme gewiped sind als bei Eden-Bossen. Weil jeder Eden-Boss eigentlich schwieriger ist als fucking Titan. Aber gut. Ja, in Titan Extreme sind halt auch viele Crowds dabei. Und? Ich kann Ausrede. Bist du noch Sprout? Nee. Schade. Was? Meine Mutter ist Sprout. Aber schon wieder am Fressen, typical. Ja. Morian hier wird genauso fett wie die Katze. Mhm. Platzball, ey. Fette Aura. Ja. Riesig. Disgusting, ey. Jetzt mach doch mal, dass die Queue hier aufgeht, ey, gottverdummte Scheiße. Scheiß Queue dauert so lang. Nö. Ne? Nö. Ich installiere jetzt wieder The World of Warcraft. Boah. Ja. Warum kann man übertreiben nicht da hinten auf die Insel? Hä? Shit Game hier. Oh my fuck. Oh. Was? Die Savage Beine. Wie? Sehen gut aus. Savage nochmal anders, oder was? Was das heißt, das ist halt mit den Büchern ist das Savage, oder nicht? Ja. Ja. Die sehen anders aus, oder was? Jeden Chor. Achtung. Nein. Ja. Sehen aber anders aus. Leier. Beine. Lies. In Slander. Die sind very good. Hab ich neulich in einem Video gesehen. Von einem Catgirl. Frage ist, was war das für ein Video? Ja, auf Pornhub wahrscheinlich. Kann sein, aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal, ne? Ja. Mal halten. Oh, machen. Gut. Nehmen wir im astrischen Titan normal machen. Normal. Just kidding, bruh. Tank ich den? Nah. No tanking. Normal.
Ja, dann machen wir Sephiroth. Jo. Auch gut. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Vielleicht habe ich den auch sogar auch schon mal gepostet. Ja, aber der ist auf jeden Fall in einem Synthwalker-Mix dabei. Ja, du hast mir letztens die normale Version gepostet. Ja, ja, ich weiß, aber mir kommt das Thumbnail sehr bekannt vor. Also, ist auch schon eine Weile her, aber ich meine, ich habe das auch schon mal gepostet. I don't know. Mal gucken. Nope, it didn't. Eden ist offen. Perfekt. Lol. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja, wenn es zu lang dauert, einfach nochmal cancel und neu anmelden anscheinend. Ja. Cope. Cope. It's just a theory, meaning. Dann ist all dies vor 100 Jahren passiert. Was hat das nun mit Gaia zu tun? Anti-Held. The fuck is this? It's a dog. Und ich hoffe, wir müssen nicht auch in seinen scheiß Magen rein. Beef for Belly, Junge. Belly. Belly Punch. Nemures Pass. Nemureba. Moritz, Moritz. Moritz Bass. I don't get it. Würfeln, wer tankt oder was? English motherfucker, do you speak it? Charged. Der Denkmal, okay. Nein, ich hab Standbild. Okay. Los. Oh no.
People are not sure. On top. Phew, fuck. Oh no. Taking up the house. Oh no. Schön falsch geportet. Kill me, dude. Darknet gegen Darknet. Der hat sich mit einem verbunden und zu dem müssen wir dann hinlaufen oder was? Sonst merken, welcher das war oder wie? Scheint so.
Gut. Ganz cool, aber ich habe das mit den Portals auch nicht gecheckt. Du schon? Mit diesen schwarzen Toren, die da kommen? Weil da steht dann, er macht links eigentlich seinen Hieb, aber dann kommt er von hinten. Das habe ich irgendwie nicht ganz überrissen. Ja, der dreht sich irgendwie dann nochmal. Bisschen. 90 Grad oder so. Alright. Darf. Und die meisten wir nicht haben, ne? Einmal wertvollster Spieler, okay. Acceptable. Was hat das jetzt mit dem Fight gegen den Ascians zu tun gehabt? Das hat wohl irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun, I don't fucking get it, aber ich bin auch zu kaputt jetzt, um das irgendwie noch zu. Ja. zu überreißen. Oh no, eine Cutscene. Cutscene. Ach, jetzt kannst du dich auf einmal erinnern, okay. Convenient. Dude, stop simping. Ach, das ist deine Ex, huh? Probably. Würde mich nicht wundern. Drück dich verständlich aus oder sei ruhig. Ja. Mein. Er grinst, erstmal die Waffen ziehen.
Geht aber ganz schön ran, der Dude. Den Sitz von Logriff innehat. Logriff. War definitiv irgendwas in Elpis. What the fuck? Der Emperor, der tote Emperor. Sind jetzt die 14 oder was? Das sind 14 Plattformen. Ja, genau. Was sind das für Grabstellen? Das sieht aus wie, sind das wie Grabstellen. Das soll Zodiac sein. Ah.
Wo bist du gerade? Er labert davon, die Welt wieder zu einer Utopie zu machen. Mhm. Gut. Until next time. No. Yep. Get me the fuck out of here. Ah, this way. Aschians, ey. Die sind so Cancer, aber in Elpis sind sie dann wieder nice. Ja. Aber ich verstehe den Aschian, weil es kommt Rini daher und sagt, gib Geier zurück. Ja. Das ist so, als ob jemand, der seinen Arm verloren hat, seinen Arm wieder bekommt und dann sagt jemand, gib den Arm zurück, den hätte ich gern gehabt. Das ist meiner. Das ist meiner, du, das ist Teil von mir.